Jetzt habe ich den Gerd bei mir, der für den Ton zuständig ist. Und ich glaube, das ist kein leichter Job, wenn man mit einem Stefan Weidner zusammenarbeitet, der natürlich auch so ein bisschen jemand ist, der sehr genau hinguckt und hinhört vor allem. Gerd, wie ist für dich die Tour verlaufen? Erstmal so am Anfang, so wenn du dir alles anguckst. Ich muss sagen, verdächtig, geschmeidig schon. Nee, wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht auch, weil die Vorbereitung gestimmt hat, weil wir halt alle schon recht lange miteinander zu tun haben und auch wissen, auf was es ankommt. Natürlich Vorrede, ganz richtig. Stefan Weidner hat ganz konkrete Ansprüche, nämlich einfach nur das Beste immer. Und da guckt er schon immer ganz genau hin. Das heißt, ist er schon so ein bisschen perfektionistisch oder ist es einfach nur, dass es halt wirklich einen gewissen Standard haben muss? Nee, es ist Perfektionistik und würde sagen, der Perfektionismus, der manifestiert sich auch in einem eigenen Standard. Das heißt, er sagt schon ganz genau, was er will und das kann dann an manchen Ecken schon ganz, ganz anders sein. Aber es muss halt immer sehr, sehr, sehr gut sein. Seid ihr irgendwann mal aneinander gerasselt irgendwo? Nee. Wir haben das mal 1995 klar gemacht. Da war das noch in der Münchner Straße zu Hause. Das ist sozusagen Management, das Büro. Und da bin ich mal hingefahren, weil man mich gefragt hat, nach einer recht guten Erfahrung, 1994 bei einer Bike Week, ob wir das auch machen wollen, ob das Thema dann für mich erstmal prüfen müssen. Klar, damals noch sehr, sehr viel verwirrte öffentliche Meinung im Spiel. Wir als auch Musikalienhandel, wir machen nicht nur Veranstaltungstechnik, sondern machen auch beim Rockshop natürlich einen Handel, haben sehr viel breit aufgestellte Kundschaft, muss man erstmal abprüfen. Ist es denn alles so, wie die öffentliche Meinung das meint oder gibt es eine andere? Und man hat mich eigentlich damit gekriegt, dass man gesagt hat, ja, du entscheidest vielleicht vorurteilsbehaftet, mach dir doch mal eine eigene Meinung. Die habe ich dann gemacht und dann kam die Anfrage für die Tour und dann bin ich da hingefahren und habe ich mit Stefan mal gesprochen. So direkt und von einem Augenpaar zum anderen und das war dann im Prinzip soweit so klar, dass wir das beide auch zu unserem Spaß haben möchten und das hat dann gut geklappt. Was muss man denn vielleicht vom Ton her bei Stefan machen, was man bei anderen Künstlern eventuell nicht machen müsste, zum Beispiel? Ja, von Anfang an der Historie habe ich gelernt, dass man da einfach ein bisschen mehr mitbringt, weil das Publikum sehr, sehr engagiert ist und es ist jetzt wieder so beim DRW. Kommt das eigentlich wieder so, wie man es eigentlich von anderen nicht kennt, dass es ein so begeistertes, so lautes Publikum auch gibt, dass man halt einfach auch ein bisschen mehr einpacken sollte und halt einfach nicht nur vom normalen Standard ausgehen sollte. Das heißt einfach, bring das Doppelte mit von dem, was du meinst, dann wird es vielleicht gerade gut. Ist denn irgendwas aus deiner Sicht auch mal schiefgelaufen auf der Tour, dass du irgendwie sagst, ach Mist, warum ist das jetzt passiert? Aus meiner Sicht Sensationen, der Journalismus ruft. Ja. Ich denke mal, das Einzige, was so wirklich ein klein wenig spannend war, und das wird sicherlich der Thomas schon erwähnt haben von seiner Position her aus als Sicherheitsmensch, das war in Osnabrück, wo es ein bisschen spannend war, wo auch ich in meinem badischen Dialekt dann versucht habe, die Menge zurückzuschieben, so mit ein paar Ansagen, und man zu mir gesagt hat, mach das doch nochmal auf Hochdeutsch, vielleicht reagiert dann jemand, nee, aber sie sind schon zurückgegangen. Also es war eine spannende Situation, aber nicht kreiert durch irgendeinem, der mitgefahren ist, sondern halt von außen. Eine Situation, die wirklich nicht ohne war. Okay, gut, ja, Osnabrück hat Thomas auch vorhin schon erzählt gehabt. Dann würde ich sagen, drücke ich dir die Daumen, dass heute Abend auch wieder alles klappt. Ist für dich auch nochmal wegen der Radioübertragung irgendwie ein bisschen stressiger heute oder sagst du dir alles wie gehabt? Was soll ich da sagen? Wir haben gute Leute dabei, auf die ich mich verlassen kann. Der Sendeton wird ja separat gemischt, hat mit dem Hallenton nichts zu tun, kann ja auch nicht sein. Die Leute am Radio brauchen ein bisschen andere Informationen wie die in der Halle. Insofern verlasse ich mich da ganz auf meinen langjährigen Mitarbeiter, der es auch schon kennt, der auch schon in Berlin das Recording für die DVD gemacht hat für hier. Also ich freue mich, wenn alles klappt, aber so wirklich jetzt ganz schlimm aufgeregt, das sollte ich jetzt auch in meinem Alter auch nicht mehr sein. Okay, dann drücke ich trotzdem die Daumen und sage vielen Dank fürs Interview. Auf jeden Fall auch dafür danke, fürs Daumen drücken und ich sage auch recht schönen Dank.